Leute, machen weiter. Euch allen viel Vergnügen hier. Ach so, ich wollte noch mit euch die Planeten checken. Den können wir in einer Runde checken. Wir haben mittlerweile so viel Geld. In Bull Street gibt es kaum Produktion. Wir könnten das beschleunigen gegen gerade mal 129 Credits. Das würde ich gerne machen. Und jetzt haben wir eine Produktion von 5,9. Das hat sich sehr gelohnt. Wir gehen darauf gleich nochmal gucken. Hier vorne ist im Bau der Xanthium-Extraktor. Hier ist eine hohe Basisproduktion. Hier müssen wir nichts beschleunigen. Hier ist die Basisproduktion auch okay. Auf der Erde passt es eigentlich auch. Jetzt stellen wir in Bull Street das nächste Gebäude ein. Ich würde hier sehr gerne... Hier soll ja viel Geld entstehen. Wir könnten anfangen mit den ersten Geldgebäuden. Oder wir sorgen für noch mehr Produktion, indem wir hier vorne nehmen die Kernwelthauptstadt. Die gibt ein Level auf alle. Zwei Level für Bevölkerung. Wir haben noch nicht mal Wachstum. Das ist echt kläglich hier. Wir brauchen dringend irgendwo einen Nahrungsplaneten. Das wird der aber nicht sein. Wir brauchen mindestens noch zwei Forschungsplaneten und also ein Nahrungsplanet wäre auch nicht schlecht. Wir wachsen nirgendwo. Das kann ich jetzt auch gerade, da kann ich auch gerade nicht zaubern irgendwie. Ne? Wir haben die ersten Finanzdistrikte. Da wird der Bau 18 Runden dauern. Wir brauchen weitere Fertigungsdistrikte. Anders läuft das hier nicht. Das ist der koloniale Generator. Der gibt mehr Produktion. Wenn wir hier einen Fertigungsdistrikt bauen, erhöht er um 3% gerade mal die Fertigung. Das ist absurd wenig. Den könnten wir nachher wegen des Dschungels, den könnten wir nachher upgraden. Können wir schon upgraden? Nee. Das müssen wir noch freischalten, dass man ein Gebäude upgraden kann. Das können wir upgraden, dann bekommen wir eine Handelsressource. Und Nahrung plus 3, das wäre cool. Dauert allerdings 16 Runden. Heftig. Hier könnte man was Produktions... Ah, Versorgungsdepot. Das erhöht, glaube ich, hier die Produktion. Ja, Level 3 hier vorne. Dann haben wir die nächste Produktion hier daneben. Wunderbar. Und dann geht's und dann gucken wir nachher auch noch weiter. Die boosten sich dann wechselseitig. Das hat funktioniert. Produktion kann ich aufwerten. Ich habe das gerade nicht gesehen, dass ich Produktion aufwerten kann. Können gerne mal gucken, ob ich mich verschaut habe. Chat heißt, ich könnte den schon aufleveln. Wie soll ich das denn hier machen? Das geht doch nicht. Der ist kein Fall nach oben. Ich glaube, du hast dich getäuscht. Hier kann man aufwerten, hier nicht. Rechts. Durch das Plus. Ah, da ist das ausgelagert. Und wie lange dauert das? Konstruktion. Und wir brauchen 6 pro Runde. Das dauert viel zu lange. Da warten wir noch ab. Das dauert zu lange. Dann schauen wir, ob wir noch zufrieden sind. Mit unseren Politikern, das gibt mehr Sensorreichweite, das lassen wir noch. Bei den Anführern, 6 Monate hier noch frei. Sehr, die können wir nutzen, Angela Coin. Die hat eine sehr hohe Zustimmung, die könnten wir auf jeden Fall nehmen. Er wäre auch eine gute Forschungsministerin. Im Augenblick haben wir als Forschungsminister mit einem 8er Wert Vicky Antes. Ja. 8er Wert und 69. Und wir könnten austauschen gegen Angela Coin. Und könnten sie, weil die hat einen relativ hohen Fleißwert, demnächst auf einen der Planeten schicken. Und jetzt schon mal austauschen. Oder wir könnten einen zweiten Diplomaten hier hinschicken, zu den Xeloxi. Weil wir im Augenblick noch friedlich spielen. Das könnten wir machen. Die im Chat wurde gewünscht, von wie das eine Diamant Marcy auszutauschen.
Kolonisierung, das hängt vom Zustimmungswert ab hier, glaube ich, der Ministerposten hier, ne? Erhöht die Zustimmung überall. Und hier ist der Zustimmungswert nur bei plus 5. Das ist eine gute Idee. Und es senkt auch die Kriminalität. Aber die dürfen wir nicht als Gouverneurin einsetzen, weil dann ist der Planet illoyal. Deshalb haben wir die abgeschoben auf so einen Posten hier. Das würde ich nicht machen. Aber wir rekrutieren die schon mal, damit die nicht uns abhanden kommt. Ist die Frage, wo schicken wir die hin? Wir schicken sie mal erstmal als Diplomatin hier vorne hin. Ah, die gibt dann über Zeit irgendwelche Bonusse, ne? Plus 1, minus 1. Und das, was gerade passiert ist, kommt dann nächste Runde dazu. Wir können sie auch wieder abziehen. Die Zahl 70, die Zahl hier vorne war die Loyalität, genau. Haben wir genug Kulturpunkte? Oh, wir haben eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Wir können mit Kontrolle das jetzt auch machen. Ressourcen ausbeuten kostet 50 Kontrollpunkte. 76 haben wir. Das ist der Wert hier vorne. Da könnten wir die Verschmutzung überall steigern und die Staatskasse. Das ist die absolute Notfallgeschichte. Das mache ich auf gar keinen Fall. 10 Kulturpunkte mittlerweile. Können wir uns irgendwas irgendwo verbessern? Nee. Ich würde gerne alle Kolonien erzeugen. Einfluss ist auf Dauer cool, aber noch haben wir nur Kernwelten. Und das beginnt, Kernwelten beginnen mit extra Einfluss. Sobald wir eine neue Kernwelt besiedelt haben, oh, das wird uns extrem helfen, Kultur aufzubauen. In 4 Runden haben wir 14 Kulturpunkte. Wir haben ganz viele Kolonieschiffe gerade unterwegs. Das wäre super cool. Ich glaube nicht, dass es für die gilt, die wir schon haben. Aber das wäre schon sehr scharf hier. Jedes Mal, wenn wir eine neue Technologie bekommen, ein Zustimmungsschub. Das wäre auch spannend. Keine Kriminalität mehr, ein Politikpunkt mehr. Das ist eigentlich, hier sind wir eigentlich spezialisiert, hier haben wir einen hohen Rabatt, die bekommen wir billiger. Also ich bin echt dafür, dass wir uns erstmal die Toleranz gucken und dann machen wir weiter. Ja, weniger, also Verfall heißt das, also dass wir in Kolonien, also nicht auf den Kernwelten, sondern auf den kleinen Kolonien, dass die mehr von allem geben. Ja? Dass da weniger Verschleiß ist, weniger Korruption. Ich finde, wir gehen erstmal auf den hier drauf, auf die Toleranz in 5 Runden. Eins weiter. Ah, da ist der Stardock. Hi, greetings to Stardock. Welcome, we have a lot of fun with your pretty game. Wir wählen eine neue Tech. Falls ihr Fragen habt an Stardock, könnt ihr die gerne stellen. If you have any questions to the community manager of Stardock, welcome here, please put the questions into the chat and Stardock, I hope. Mit mir kann man auch auf Deutsch sprechen. Wunderbar. Also mit Stardock könnt ihr auch auf Deutsch sprechen. Wunderbar. Möchtest du deinen Namen nennen und sagen, damit wir dich ansprechen können? Falls ihr Fragen habt, stellt sie gerne. Wenn du möchtest, können wir auch gleich in der Pause gucken, ob du Lust hast, mal für 30 Minuten bei einer Folge mit dabei zu sein. Mit den Leuten direkt zu quatschen, per Audio über Discord. Ist ein Angebot, musst du nicht. Können wir auch bei einem der nächsten Streams machen, mit ein bisschen Vorbereitung. Ich möchte dich da nicht überfallen. Wir machen mal weiter, neue Tech. Ja, Xenofertigung, Fusionskraftwerke und was holen wir uns als nächstes? Kampf gerade nicht nötig. Neue Anomalien im Universum, wir sind froh, dass wir die, wenn wir die alten irgendwann mal entdeckt haben, Produktion verbessern in unseren Welten. Fusionskraftwerke, Fertigung aufrüsten, klingt alles gut, machen wir. Und da wir ja auch einen Forschungsbonus haben, gehe ich gar nicht gucken, was wir sonst haben. Da legen wir einmal los hier. Ja? Wobei, ich würde ja verdammt gerne endlich mal die
die Technologie freischalten, mit der wir die Spezialisten haben hier. Für die Forschung. Das fand ich sehr cool. Soll mal gucken gehen, wie die freigeschaltet werden? Wissenschaftler. Xenoforschung dauert 6 Runden. Dann könnten wir aus einzelnen unserer Bürgern Wissenschaftler machen und kämen schneller voran. Das hätte durchaus einen Vorteil. Könnten wir auch machen. Wir machen das, wir halten das mal im Auge hier vorne. Sabik, liebe Grüße an Sabik. Hi. In der Kernwelt, der nächste Bau hier vorne. Schon wird der oder die der arme Sabik zugeschüttet mit Fragen hier. Tut mir leid. Produktion bei 12,2. Ich bin ein großer Freund. Die Zustimmungsrate ist okay. Davon, dass wir hier erstmal die Produktion noch weiter boosten. Hier ausbauen. Wir haben 12 pro Runde. Das kostet den Level unserer Fertigungsbezirke aufbauen. Ach, das gilt für alle anscheinend. Oder nur für den einen hier. Das gilt für alle. Also den Level unserer Fertigungsbezirke. Ich hoffe mal. 150 Konstruktionspunkte, das heißt, wir bräuchten 12 Runden. Wir könnten es allerdings mit Geld beschleunigen. Danach könnten wir in irrem Tempo weiterbauen. Das wäre eine Option. Ansonsten hätten wir wo noch irgendwas Cooles. Ein erster Forschungsbezirk. Der gibt aber nur prozentuale Bonusse. Das finde ich nicht so prickelnd. Bevölkerungsmaximum erhöhen ist nicht nötig. Mehr Nahrung ist noch nicht da. Das hilft uns nicht. Es gibt uns nur prozentuale Bonusse. Das steht jetzt zur Verfügung. Das Erbezentrum. Einmal pro Zivilisation können wir das errichten und können wir das Erbe unserer Kultur können wir weitergeben an die Besucher dieser Welt. Das gibt uns einen Bonus auf Tourismus. Ich habe mich noch nicht entschieden, wo wir den Tourismus boosten werden. Da würde ich noch ein bisschen abwarten. Ja? PC steht im Fokus, heißt es im Chat, alles klar. Ich würde sagen, wir machen das mal. Und zwar boosten wir hier könnten wir boosten. Hier gehen wir mal rein. Und bauen das hier. Gucken dann weiter. Weiß einer, ich habe sie gerade einfach mal so geklickt, Zabik oder ein jemand anders, ob diese das Upgrade alle unsere Fertigungsbezirke upgradet oder wie bei früheren Teilen von Gelsiv, nur ob das gilt für einen Bezirk für den nächsten. Das wäre eine wichtige Frage. Wenn ihr da eine Antwort hättet, würde ich mich sehr freuen. Hier fliegen wir, hier erkunden wir weiter. Ist das eine spannende Welt? Nee, das ist Promethion. Ah, hier vorne haben die auch besiedelt. Und hier auch. Da auch. Das Piratenpack. Krallt sich alle Welten, die wir haben wollten. Das ist garantiert hier. Da kommen wir nicht mehr unter. Wir sind zu langsam. Mit viel Glück kriegen wir hier oben noch was. Scheibencluster. Wir können nur noch die einfachen eventuell gleich besetzen hier. Die Upgrades bringen alle Bezirke auf die neue Stufe. Danke an dich, Zabik. Das höre ich sehr gerne. Hier unten fliegen wir runter. Da können wir, glaube ich, durchfliegen. Also das ist echt bitter hier. Und die haben sich tatsächlich ein Paradies geschnappt. Dieses Piratenpack hier. Dann mit der Sonde hier vorne. In die Lücken rein. Viel bleibt nicht mehr.
Eine Runde weiter. Ja, GNN meldet sich wieder, der internationale Nachrichtendienst, und berichtet, dass wir bei der Anzahl der meisten kolonisierten Welten einen guten vorletzten Platz halten. Begib dich auf eine Reise durch die Sterne. Die Top 5 der Zivilisationen, die die meisten Welten kolonisiert haben. Jetzt haben wir bislang nur Kernwelten gemacht. Wir haben uns versucht, die Rosinen rauszupicken und legen dafür größere Entfernungen zurück. Das könnte der Grund dafür sein. Die Xeloxi weit vorne, die Altarianer bei uns haben Probleme. Die beiden sollten in einem anderen Sektor sein, die hier, und haben da auch mehr Platz. So, großes Zahnrad. Produktion mittlerweile bei 15,4. Wir haben nur ein Fertigungsbezirk bislang gebaut. Da lohnt sich auch nicht das Upgrade. Versorgungsdepot, und er boostet die drumherum. Hier vorne die Kernwelthauptstadt. Hier wollten wir für möglichst viel noch an Produktion sorgen. Das Versorgungsdepot hilft sehr. Gehen wir hier hin. Bauen hier einen Fertigungsbezirk. Koloniale Generator. Gibt auch Produktion daneben. Mhm. Können wir hier mit dem nächsten danach weitermachen? Tier setzen wir noch einen hin. Und dann gucken wir weiter. Ach, wir wollten eine Schiffswerft bauen. Im großen Zahnrad. Ach, eine Sache noch. Zadig, wenn du so freundlich wärst, mir Zabik eine Frage zu beantworten. Was ich nicht genau verstanden habe, bei früheren Galactic Civilizations Teilen war das ja so, zumindest bei denen, die ich zuletzt gespielt habe oder an die ich mich erinnere, dass die Produktion einer Welt gesplittet worden ist in die Produktion der Gebäude und in die Produktion der Schiffe auf der Schiffswerft. Da gab es phasenweise sogar Schieberegler, mit denen man die Produktion hin und her stellen konnte. Wie groß ist der Anteil? Ich habe hier das Gefühl, dass es komplett separat voneinander läuft, dass ich also nicht aufpassen muss, ob eventuell die Herstellung einer Schiffswerft und die Schiffe, die ich dahin produziere, die scheinen nicht zu beeinflussen, dass es dann weniger Produktion eventuell gibt für die Gebäude, ist mein Eindruck. Wenn ich dann kurz Feedback haben könnte, das würde mich sehr freuen. Weil dann können wir auch mal hier vorne die Schiffswerft bauen hier. Und die schieben wir auch mal vor und in den zweiten Bereich. Aussage stimmt, so wie der zweite Teil bei mir, dass es separat läuft. Dann würde ich das sogar in den Anfang reinschieben. Weil hier wollten wir auf jeden Fall eine Schiffswerft haben. Danke dir. Gucken, ob die Unterhalt produzieren. Die Schiffswerften sieht nicht danach aus. Ach so, und eine Sache. Die andere Aussage, das ist doch, ja toll, dass es doch aufgeteilt wird. Ja, okay, ich bin selber schuld. Ich habe eine Entweder-Oder-Frage gestellt. Ne? Ja, ich bin selber schuld. Lacher des Tages. Ich könnte trotzdem die Werft bauen. Aber es geht trotzdem auf die Produktion der Gebäude erstmal runter. Na toll. So viel zum Thema Entweder-Oder-Fragen stellen und dann zeitversetzt Antworten bekommen durch den Delay hier. Dann schiebe ich die Produktion ein bisschen weiter nach hinten. Dann erhöhen wir erstmal die Produktion generell. Mit der Sonde geht es nach unten hin. Dann hier noch eine weitere Sonde, das haben wir leider aufgedeckt. Wir haben hier vorne, glaube ich, eine, die ja drumherum fliegt irgendwo, ne? Hier vorne. Promethion und eine doofe Sonne und Kartenrand hier hinten. Ich glaube nicht mehr, dass es so viele spannende Dinge hier gibt.
fliegen mal oben lang. Dann nehmen wir hier noch die Sonde. Das haben wir noch nicht aufgedeckt hier, ne? Ich glaube, die Lücken können wir auch mit denen füllen. Dann fliegen wir hiermit hier runter. Dann haben wir noch ein Kolonieschiff. Das ist echt bitter jetzt hier, ne? Wir wollten hier... Wir haben eine spannende Welt hier oben. Eine. Eine, die noch frei ist für uns. Das ist mit der hier. Und hier haben wir gar nichts. Keine spannenden Welten mehr. Wir könnten eine andere claimen, um einfach eine Kolonie zu gründen. Damit wir hier vorne dann an das Durantium rankommen und Co. Da könnte von hier die von der Kolonie aus die hier oben boosten. Ersatzweise könnten wir, hier können wir gar nichts machen. Wir könnten uns hier reinkleben. Da ist der Weg zu lang. Da in die Richtung haben wir nicht gebaut. Das geht da unten hin. Das ist Solo. Wir fahren mit dem mal ein Stückchen weiter nur nach unten hin und hoffen mal, dass wir da irgendwas Spannendes entdecken. Und eins weiter. Anomaliejagd. Da müssen wir noch weiter welche sammeln. Xenofertigung ist gleich da. Ich würde gerne mal gucken, ob wir nochmal einen Bau beschleunigen wollen. Das kostet 141 Quaddels. Das könnten wir uns leisten. Wir wollten auch nochmal schauen, wie es mit unseren Anführern aussieht auf dem Ministerposten. Bei den Diplomaten. Erhöht das irgendwas? Noch nicht. Das führt nur dazu, dass sie uns nicht noch mehr hassen. Das ist alles. Die lieben uns immer weiter. Commander brauchen wir noch nicht. Gouverneure brauchen wir demnächst. Neue Gouverneure sind aufgetaucht. Toller Wert hier. Achso, Rekrutierung. Unglaublich niedrige Zustimmungswerte. 45 ist auch nicht so cool. Da müssen wir noch abwarten. Aber extrem hoher soziales Wert. Wir könnten Edrina Ern anheuern mit dem riesigen Wert Soziales als neue Ministerin für Kolonisierung. Könnten sie rausnehmen, aber sie sollte nirgendwo Gouverneurin sein. Das führt zu nichts hier. Einmal weiter. Das ist das Flaggschiff. Da wollten wir hier drauf. Auf das Artefakt. Einmal untersuchen, bitte. Mit der Sonde hier oben rauf. Ist ein Kolonieschiff dabei, aber ich weiß nicht, wohin damit. Wir müssen uns echt irgendwie entscheiden. Ob wir hier irgendwas claimen. Ob hier irgendwas Spannendes ist. Hier ist nichts Spannendes. Wir könnten das hier oben claimen. Wir könnten auch hier runter und die so ein bisschen zubauen. Das lohnt sich nicht. Einmal Promethion und deshalb wollen wir nicht extra was besiedeln. Hier ist auch nur eine Ressource. Mineralien finde ich eigentlich immer noch am spannendsten. Die könnten dann helfen, einer Kolonie den Nachbarwelten was zu schicken.
Mit der Begründung könnten wir hier hingehen, Thulium hier bekommen, indem man da in der Nähe einen Planeten besiedelt. Aber die sind alle weit weg. Alles tot, das geht nicht. Hier oben ist eine strategische Ressource, aber kein besiedelbarer Planet. Hier sind zwei. Eine Ressource und ein bisschen Mineralien. Damit könnten wir denen hier vorne helfen. Aber da ist der schon hin unterwegs, ne? Der ist nach oben hin unterwegs und der könnte hier durch und sich wenigstens die Kolonie hier schnappen. Das könnten wir machen. Mir fällt mal gerade nicht ein. Lass uns das mal machen. Forschung abgeschlossen. Und jetzt können wir Sternenbasen noch weiter ausbauen und Schiffe, das ist gerade egal. Bioplastik-Fusionskraftwerke, um unsere Produktion zu verbessern. Orbitale Fabriken für die Planeten. Raumhafen. Klingt alles cool, aber ich glaube, wir gehen doch mal auf die Wissenschaftler, damit wir irgendwie in die Pötte kommen. Ne? Wo ist denn die Landwirtschaft? Lass uns mal die Landwirtschaft suchen. Hier, Landwirtschaft aufrüsten, Extremkolonisierung. Danach. Ich gehe weiter und erstmal auf die Produktion. Die Frage ist nur, was ist besser dafür? Das weiß ich gerade nicht. Beides ist denkbar. Wir gehen mal auf die hier drauf, weil die kauft man, glaube ich, mit Geld. Wir machen das hier mal. Und Geld haben wir ja. Ah, da bist du ja. Ja, alles gut, Stardock. Wie das mit dir? Kannst du mal bitte den Sabik dir schnappen? Ich... Und mal auf... Achso, mach mal. Gleich. In Kürze. Gib mir nur eine Minute oder zwei. Wir ziehen noch ein bisschen weiter vor. Mit dem Kolonieschiff wollten wir... Hier hin, ne? Und das claimen hier. Das hier... Wo ist denn das Schiff, das dahin fliegt? Gelandet. Das ist das hier, alles klar. Hier wollten wir nach rechts rauf. Mit der Sonde. Hier in die Mitte rein. Mit dem Kolonieschiff könnten wir das hier uns holen und uns überlegen, ob wir die unter Druck setzen können hier.